Liebe Freunde, willkommen zurück zu Dota 2, dem einzig wahren MOBA. Ich wollte es mal wissen in Sachen Dota 2 und ihr seht es gerade schon im Videotitel, wen ich diesmal gezockt habe. Es ist eine Replay-Vertonung und ich habe gestern ein kleines Game oder zwei Games overall gemacht mit einem der absolut beschissensten Heroes in Dota 2, und zwar Elder Titan. Vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere Video von mir gesehen. Und da habt ihr ja vielleicht auch schon so ein paar zynische Kommentare in Richtung Elder Titan gesehen. Ich bin der Meinung, dass Elder Titan der beschissenste Hero in Dota 2 ist. Und nicht beschissen im Sinne von, wie damals zum Beispiel Troll Warlord oder teilweise auch Sniper. Oder heutzutage eben Outworld Devourer, PA und so eine Scheiße. Also Heroes, gegen die ich quasi immer verliere. In dem Kontext finde ich Elder Titan nicht scheiße. Ich bin einfach nur der Meinung, dass sein Skillset nicht nur extrem langweilig ist, sondern dass man mit ihm auch einfach keine guten Stats haben kann. Und dass man ihn nicht wirklich als... Man kann ihn vielleicht als Tank spielen, aber generell als Carry ist er ungeeignet. Er ist als Support ungeeignet. Jungle kann man sowieso vergessen. Aber trotzdem, ich habe mir... ich habe vor kurzem... Also vorgestern war das praktisch. Also ich muss schauen, wann das Video online kommt. Aber zur Zeit der Aufnahme. Vorgestern gab es auf Purge Gamers... hat der liebe Purge eine Runde Elder Titan gespielt und das sah ziemlich cool aus, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich ja Elder Titan auch mal auspacken. Vielleicht wird das ja sogar was. Okay, letzteres habe ich in dem Fall nicht gedacht, weil es ist, glaube ich, unmöglich, gut mit Elder Titan zu spielen. Aber das Replay oder beziehungsweise das Game an sich war eigentlich ganz ansehnlich und deswegen dachte ich, vertone ich das Ganze doch mal. Vor allem, weil ich, glaube ich, nie wieder so Elder Titan spielen werde, wie ich es in diesem Game gemacht habe, weil ich ihn einfach nie picken werde. Davon aber mal ganz abgesehen, muss ich sagen, Skillset technisch, ich werde ja gleich mal die einzelnen Skills erklären, falls ihr Elder Titan noch nie gesehen habt und gnade euch Gott, dass ihr ihn noch nie im Game gesehen habt. aber vor dem Game muss ich sagen, die einzige Sache, die wirklich gut ist bei Elder Titan, ist seine Aura, Natural Order. Nach den zwei Games muss ich allerdings sagen, dass hier Astral Spirit eigentlich auch ein ganz guter Spell ist, aber wie gesagt, wir gehen mal die Spells ganz gut durch und dann gehen wir mal schön an ihn ran, denn den Kollegen werden wir jetzt highlighten. Oh Gott, ich würde sagen, wir fangen mit dem W an, denn das, darauf basiert Elder Titan ja mehr oder weniger. Der W ist der Astral Spirit. Damit, ich kann es mal vorlesen. Elder Titan sends forth his Astral Spirit, damaging any unit it passes through. When the Spirit rejoins the Titan, it grants Bonus Damage and Movement Speed for each unit it damaged. Das heißt praktisch, Moment, ich muss mal kurz hier aus Showcase Mode raus. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gerade sieht, leider nicht. Ich glaube, der Radius ist ungefähr so auf Max Level. Und dann drücken wir quasi W und wenn wir den hier hinschicken, dann bekommen wir hier einen Astral Spirit. Den kann man nicht angreifen und man kann ihn eben als freie Unit dann praktisch bewegen. Der hält an für, ich schau gerade mal kurz, müsste eigentlich auch da stehen, für 8 Sekunden, egal auf welchem Level. Und wir können ihn quasi hier so rumschicken, der macht Schaden einmal allerdings nur gegen jede Unit, durch die er durchgeht. Und wenn wir ihn zurückschicken, wie schon angemerkt eben, bekommen wir noch Bonus Movement Speed und Damage. Was ganz cool ist, definitiv. Und das werden wir... Also ich habe das, glaube ich, gemaxt direkt nach der Aura. Und das haut schon ganz gut rein. Dann haben wir den Echo Stomp. Und ja, das ist praktisch einfach nur ein Stomp. Und die Cast Time ist 1,6 Sekunden, also extrem lange. Der Radius ist 500, also extrem gut. Und das ist, stimmt, es ist kein Stun, es ist ein Sleep. Und ich glaube... Bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, das ist der einzige Sleep im Game. Und zwar funktioniert Sleep folgendermaßen. Wenn die Gegner gesleept sind, dann sind sie quasi in Anführungsstrichen gestunt. Das heißt, die können sich nicht bewegen. Und allerdings, sobald sie angegriffen werden, ich glaube auch von Creeps, bin mir aber unsicher, aber auf jeden Fall von Heroes, dann können sie sich wieder bewegen. Also ein relativ schwacher Stun, aber dazu kommen wir gleich, denn das synergiert eigentlich perfekt mit der Ulti. Und natürlich Stomp Damage wird natürlich erweitert, genauso wie die Sleep Duration, das ist ganz klar. Dann haben wir den E, oder die E, was die Passive ist, die Aura, nämlich der Natural Order. Und ich muss sagen, Natural Order ist die geilste Aura im Game, meiner Meinung nach. Da habe ich mir den Popfiller gerade hier ans Schallgebäck geballert. Reduces all elements to their basic levels, removing base armor and magic damage resistance from nearby enemy units. Und wir sehen, auf Max-Level haben wir 100% Base-Armor-Reduction. Also die Gegner haben 100% weniger Armor. Das heißt, die kriegen von unseren Carries, in dem Fall waren es Sniper und Phantom Assassin, ordentlich Schaden ins Gesicht gedrückt. Und Base-Resist-Reduction auf 33%. Also sobald wir eben in der Nähe sind mit Natural Order, nehmen die Gegner unglaublich viel Schaden. Egal, was sie eigentlich gestackt haben. Und dann... Haben wir noch, achso genau, was man sagen wollte bei Echo Storm. Wenn wir unseren Astral Spirit rausschicken
und wir benutzen Echo Stomp, dann stompt nicht nur Elder Titan, sondern auch unser Astral Spirit. Das heißt, wir kriegen quasi einen Doppelstun, was, oder einen Doppelsleep, was ziemlich geil ist. Und dann haben wir noch die Ulti, Earth Splitter. Und damit, ich glaube, die Range war bis hierher etwa. Wir machen quasi so eine Art Crack. Und das geht dann quasi hier einmal gerade, je nachdem, in welche Richtung wir den eben schießen. Und nach einer bestimmten Zeit, ich glaube, das war relativ lange sogar, genau, nach 3,14 Sekunden explodiert diese Spalte, das war das deutsche Wort, genau. Diese Spalte explodiert und zieht alle Gegner, die in der Nähe sind, in die Mitte der Spalte. Und die werden dann natürlich, kriegen einen Movement Speed Slow und er hält auf Max-Level für 5 Sekunden an. Und was ziemlich krass ist, eine 50%iger Movement Slow. Und kriegen 50% Max HP als Damage. Was ich gerade noch gelesen habe, wenn man Aghanim Scepter auf ihm baut, wir sehen es gerade ganz unten, dann sind die Gegner für 6, also dann ist nicht nur die Slow Duration erhöht, sondern die Gegner sind auch disarmed. Was ziemlich geil ist. Also ich glaube, Aghanim Scepter habe ich in dem Fall nicht gebaut, kann ich schon mal sagen. Kleiner Spoiler Alert, aber das klingt nach einem ziemlich geilen Aghanims Upgrade. Also eine Sekunde mehr Slow ist jetzt nicht die Welt, aber das Disarm ist halt ziemlich krass, weil wenn man dann auch mit Natural Order mit einbezieht und die Gegner eben mehr Schaden nehmen von Auto-Attacks eben und auch von Magic Damage natürlich, ey, nicht schlecht. Aber gut, wir kommen mal generell zum Team an sich und dann starten wir das Replay gleich. Wir haben im Team noch einen, mit dem ich Premade war, nämlich Phantom Assassin. Der Kollege ist gerade mal Level 10 in Dota 2, hat vor kurzem erst angefangen, aber ist schon extrem gut im Game drin. Hat das erste Mal Phantom Assassin gespielt, also fühlt sich gerade noch ins Game ein, aber der Kollege spielt echt einen extrem guten Io, einen extrem guten Rubik und einen extrem guten Lycan. Also der Kollege hat das Game schon auf jeden Fall mehr oder weniger raus. Wir haben noch Trend Protector, was eine unglaublich geile Synergie mit Elder Titan ergibt, denn wenn der Kollege sein Overgrowth, seine Ulti macht, haben wir eigentlich kein Problem, unseren Earth Splitter eben durch die Gegner durchzujagen. Also da könnten eventuell noch ein paar Plays zustande kommen, genauso natürlich auch eine wunderbare Synergie mit Echo Stomp. Dann haben wir noch Sniper als Carry zusammen mit Medusa, natürlich auch PA mit unserer Natural Order, sind die drei Heroes auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Also wir haben extrem guten AOE, wir haben den Stun eventuell von Medusa, wir haben Overgrowth und wir haben eben Natural Splitter und Echo Stomp, wenn ich die Spells denn überhaupt richtig einsetzen kann. Im gegnerischen Team haben wir einmal Axe is Axe, dann haben wir Terrorblade, wir haben Lina, Tiny und natürlich noch Spirit Breaker. Was man sagen kann, wir haben extrem viel AOE, die Gegner haben extrem viel Single Hero Damage. Also gerade die Kombination von Terrorblade mit Thunder und dann Culling Blade, also die Ulti von, die beiden Ultis, einmal von Terrorblade, einmal von Axe, ist eine extrem gute Combo. Und da könnten die ein oder anderen Kills relativ leicht sogar zustande kommen. Ich muss sagen, jetzt die Axe hier von Axe, die sieht extrem cool aus, die gefällt mir sehr gut. Genauso natürlich mit Lina, also wenn die eben ihre Laguna Blade einsetzt und dann Axe eben mit Culling Blade, da sind schon einige Kills relativ sicher. Vor allem natürlich, vor allem wenn man auch bedenkt, Tiny kann ja relativ leicht so ein Axe zum Beispiel einfach mal in unsere Reihen tossen und dann macht er einfach seinen Taunt an und dann ist zumindest Sniper down, in Medusa eventuell auch, aber Trent und ich und ja, Phantom Assassin, wenn sie eben Blur hat, sind dann doch relativ tanky, aber auf jeden Fall viel Single-Target-Damage auf Seiten der Gegner und sehr viel AOE auf unserer Seite. Und da würde ich sagen, starten wir das Replay einfach mal und gucken mal, was wir hier letzten Endes so reißen könnten. Ich muss schon mal sagen, zu Beginn war ich extrem scheiße, aber das ist normal, weil das ist halt, das ist Elder Titan Feuer. Aber das wird noch einigermaßen ansehnlich zumindest. Aber ja, zu Beginn war es noch nicht ganz so prickelnd, muss ich sagen. Und irgendwas wollte ich noch erwähnen, was ich gerade vergessen habe. Ich weiß noch nicht genau was. Aber ich kann schon mal sagen, wenn wir hier uns auf den Weg auf die Lane machen, oder beziehungsweise Richtung Rune, dann kann ich schon mal sagen, was mir an Elder Titan auch nicht gefällt, ich habe es ja gesagt, Jungle ist der Kollege extrem ungeeignet. Wenn man momentan, wenn die Laning Phase over ist und man sieht, okay, ich brauche noch so, ja, 100, 200 Gold, dann geht man ja, oder kann man relativ leicht mit dem einen oder anderen Hero einfach mal jungeln gehen, und um sich eben die Items zu holen. Ich glaube, das habe ich sogar gemacht ein, zwei Mal in dem Game, aber das Problem ist, dass Elder Titan so einen extrem langsamen Attack Speed hat, dass es so lange dauert, und der macht auch irgendwie keinen Schaden, habe ich so das Gefühl, dass es eben so lange dauert, bis man eben das Camp kaputt gehauen hat. Da kann man einfach nur auf die Lane gehen und sich einfach AFK irgendwo hinstellen und warten, bis man das Gold hat. Das kommt ungefähr aufs selbe raus, und das ist eben auch so eine Sache, die mir bei Elder Titan absolut nicht zusagt. Aber wovon ich mittlerweile überzeugt bin, ist definitiv der W, der Astral Spirit. Der hat mir in dem Game doch schon den ein oder anderen guten Dienst erwiesen. So viel kann man schon mal sagen. So, die Rune,
Ging in dem Fall an uns, zumindest auf Top-Lane. Bei Bot-Lane war ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Wir haben als Gegner hier Lina und Terrorblade. Ist das übrigens? Ja, das ist sogar Terrorblade. Das scheint dann wohl doch ein Set zu sein, weil das ist mir vorher auch nicht bewusst geworden. Hier haben wir übrigens unseren Astral Spirit, den ich gerade mal ein bisschen zum Scouten auch geschickt habe. Dafür ist er auch ganz gut geeignet. Jetzt kommt er zurück und jetzt haben wir hier unseren Buff. 5% Bonus Movement Speed und 10% Bonus Damage. Also man kann ihn rein theoretisch als Carry spielen, aber naja, der Schaden ist halt irgendwie nicht so da. Und deswegen, bei ihm würde ich sagen, bei alter Zeiten, wenn überhaupt, spielt ihn gar nicht. Aber wenn es sein muss, dann würde ich schon eher sagen auf Tank. Weil das klappt dann auch. Hier habe ich in dem Fall ein bisschen auf Support gespielt, was ja auch mit der Aura ganz gut geht. Also eigentlich, er hat ein ganz gutes Kit für Support. Mit dem Astral Spirit, mit dem Stomp und mit der Natural Order natürlich, also mit der Aura, die wir hier nochmal haben. Allerdings, ja, er braucht halt Items, finde ich. Also wenn man eben auf Tank spielt und wie gesagt, meiner Meinung nach geht bei aller Zeiten nichts anderes außer Tank. Also normalerweise sieht man ja auch so Sachen wie Assault Curious, also Items, die halt wirklich Supports zum einen spielen, die einem aber auch selber natürlich Bonus geben. Und hier haben wir übrigens, klar, da wird gepullt. Jetzt haben wir, übrigens hier sehen wir diese Aura um den Astral Spirit. Das ist eben diese Damage-Aura, die er macht. Oder in dieser Area, die wir gerade gesehen haben, da nehmen die Gegner eben Schaden, wenn wir sie durch die Gegner durchschicken. Aber ja, so Sachen wie Assault Curious, dann für ihn selber natürlich BKB, also wie gesagt, so wirkliche Tank-Items. Und ich habe jetzt hier gesehen, die haben das Camp nicht ganz geclearet, habe mein Ward mal direkt geplaced, damit die nicht mehr pullen können ab jetzt, damit Medusa relativ problemlos farmen kann. Haben mir währenddessen natürlich das Camp hier angeeignet und wir sehen, wie lange das dauert bei gerade mal einem Creep. Viel zu lange auf jeden Fall. Und da kommt auch schon der Stun gegen Medusa, der Slow mit der Illu von Terrorblade. Und das könnte eventuell ein Kill werden, aber nicht wirklich. Habe ich nochmal kurz durchgeschickt, damit er nicht auf den Gedanken kommt und erstmal einen kleinen Tree genutzt. Währenddessen haben wir hier auf Botlane natürlich ein kleines Problem. Axe ist ja sowieso einer, der gerne mal bei den Gegnern in die Creepwave reingeht, zwischen die beiden Tower, also hier so, und dann da eben farmt. Das sehen wir, glaube ich, auch ein oder andere Mal hier im Game. Und ich habe mich erstmal aufgemacht Richtung Rune, da haben wir sogar Invincibility. Invisibility. Und ich habe in dem Fall noch keinen Q geskillt, weil ich echt ein großer Fan von der Aura bin, muss ich sagen. Aber ich habe mir gedacht, man kann ja trotzdem mal hier eventuell was ausprobieren. Habe mir ein bisschen XP geleecht und habe dann gleich ein bisschen Schaden gemacht gegen Tiny. Sniper war auf jeden Fall mehr oder weniger ready. Und da ich keine Geduld habe, habe ich mir gedacht, okay, Astral Spirit raus und mal den einen oder anderen Schaden gedrückt, aber nicht wirklich. Und Lina Stun gemisst. Und Spirit Breaker charged hier auch nochmal ran. Aber ich glaube, der wird nicht... Nee. Hat abgebrochen rechtzeitig. Und da haben wir genau das, was ich meinte. Hinter den gegnerischen Linien schnappt sich hier Axe einfach mal den Farm. Währenddessen PA hat hier ordentlich eingesteckt. Geht erstmal wieder Richtung Base. Und somit pusht natürlich die Lane auf Botlane in unseren Tower. Haste Rune geht an Tiny. Oh ja, daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Das war ziemlich berstig. In dem Fall haben wir noch keine Wards, weil ich nicht wusste, dass ich wirklich Support spielen muss, aber... das kriegen wir auch noch hin. Da hätte eigentlich ein Astral Spirit hier reinkommen müssen, wenn ich schon sehe, dass da ein Terrorblade rumgimmt. Tiny hat immer noch... Nee, hat keinen Haste mehr, aber ist zumindest hier auf der Lane. Hat sich schon mal leicht versteckt hier, der Kollege. Dann haben wir auch den Astral Spirit. Einmal Schaden gegen Terrorblade. Geht wie gesagt nur einmal. Also man kann mehrmals in den Gegner reinrennen, aber das macht nur einmal Schaden. Nämlich das erste Mal, in dem dieser Astral Spirit eben connected quasi. Hätte ich mich vielleicht ein bisschen zu viel getraut. Der Stun war ziemlich preemptive, wie es im Neudeutsch heißt. Also ein bisschen zu weit vorgeaimt. Dachte da, dass ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiterlaufe. Und da haben wir den Echo Stomp, der sogar sitzt. Aber leider die Duration auf Level 1 noch relativ kurz. Deswegen leider kein Kill an dieser Stelle. Aber der Kill gegen Medusa ist auf jeden Fall safe. Eventuell. Hat nochmal seinen Mana-Shield rausgeholt. Aber ja, der Kill sitzt. Hat noch einen Stun sogar. Oder besser gesagt einen Toss. Und ja, damit der Double-Kill relativ souverän für Tiny. Und hat jetzt... okay, der hat die gebottelt. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Aber ja, hat die Haste Rune direkt mal eingesetzt, sodass er vom Tower auf jeden Fall wegkommt. Wahrscheinlich, aber das war relativ klar, dass er aus der Tower-Range rauskommt, bevor es nochmal kritisch wurde.
Und Botlane könnte, wollte ich gerade sagen, vielleicht einen Kill kommen, aber das sieht dann doch nicht so danach aus. Spiritbreaker kann ja rechtzeitig wegchargen, wenn es da irgendwie kritisch wird. Und Axe ist ebenfalls noch da, der dann einfach mal den Q einsetzen kann. Wobei, er hat keinen Mana mehr für den Charge, aber gleich wieder. Living Armor von Trend Protector, Leech Seed, das reicht glaube ich nicht ganz, doch, noch ein Hit von Trend Protector, sehr schöner Kill auf Seiten von Trend und PA an dieser Stelle, Counter Helix, direkt nochmal der Q eingesetzt und das Counter Helix und der Kill gegen PA, sehr souverän gemacht, sehr schön, auf Seiten von Axe auch, direkt den Counter Kill geholt, leider für ihn nur ein. Anstatt direkt zwei. Snipers auf dem Weg Richtung Botlane, aber ich glaube, die Ulti, nee, die reicht definitiv nicht, um Axe zu killen. Medusa ist währenddessen weiterhin top, zusammen mit mir. Hat nochmal den Astral Spirit rausgeholt, weil der Kollege ziemlich low war. Aber mehr können wir da auch leider nicht reißen. Spirit Breaker und Lina ebenfalls auf dem Weg Richtung Top, um da eventuell das Farming zu unterbinden. Kommt da kommt der Charge gegen Medusa. Und ich dachte übrigens in dem Moment, dass er mich gecharged hat. Leider nicht, deswegen der Echo Stomp ein bisschen sehr fail gesetzt. Astral Spirit nochmal durchgeschickt. Und ich mache mich hier direkt aus dem Staub. Sehr schöne Dodges übrigens auf Seiten von Medusa. Das war sehr gut gemacht. Hätte jetzt hier allerdings zurückrennen müssen. Denn da sind zwei Heroes, die auf jeden Fall ganz gut engagen können. So, insofern der Stun sitzt mit Lina, aber die war zum Glück ziemlich weit hinten. Aber sehr schön gestunt von Medusa, muss man schon sagen. Ein bisschen fail predicted, weil das war... Eigentlich, wenn man es so im Nachhinein betrachtet, relativ klar, dass Medusa hier nach unten geht. Aber es könnte auch sein, so ich denke, was du denkst, dass ich denke, dass er natürlich hier nach oben dann dodgt, weil alle denken, dass er nach unten geht, aber na gut. War gut gemacht und das ist alles, was man wissen muss. Botlane weiterhin erstmal Phantom Assassin alleine auf weiter Flur. Trend Protector auf dem Weg Richtung Base. Momentan noch keine wirklichen Items auf meiner Seite, weil ich natürlich Support spiele. Deswegen sind auch Wards langsam angemessen. Einen haben wir hier schon gesehen, direkt über der Rune. Und währenddessen natürlich Lading Phase passiert noch nicht allzu viel. Wir haben hier die Illu, müsste das... Okay. Da werde ich nochmal kurz zurückspulen, weil das war extrem merkwürdig, was auch immer der... Was auch immer der Tiny da gerade gemacht hat. Ist er disconnected oder so? Ich bin mir unsicher. Weil das war ziemlich... Das sah sehr danach aus, weil ansonsten war das ziemlich bescheuert. Jetzt bin ich mal gespannt, was das genau sollte. Genau, da kommt der Stun. Ich meine, er ist disconnected. Das sieht sehr danach aus, weil... Und er war gebannt davon, dass er den Stun getroffen hat. Hat sich selber gestunt, oder weniger. Aber okay, der Skill. Der Kill für Sniper. Der Skill eventuell auch, wer weiß. Regen Rune habe ich mir direkt mal abgenutzt. Direkt mal gegönnt. Na genau, da haben wir den Disconnect von Tiny. Das erklärt auf jeden Fall die Aktion gerade. Aber ich glaube, der Sniper nimmt sie dankend an wie Larry Bird. Leech Seed auf Seiten von Trent gegen Axe. Und ich glaube, Battle Hunger eingesetzt gegen PA. Und der Kill, sehr schöner Kill. Da hat sich Axe ein bisschen zu viel getraut. Charge of Darkness ist gerade ready geworden. Das heißt, wenn es jetzt nochmal kritisch wird für Spirit Breaker, wird er auf jeden Fall wegchargen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, macht er auch. Ansonsten wäre das ein sicherer Kill wieder gewesen. Und die Reise geht Richtung Rune zumindest schon mal. Einfach mal in sicherer Entfernung. Und hier erstmal wieder den Astral Spirit rausgeholt, weil ich nochmal schauen wollte, was hier genau auf der Lane gerade Phase ist. Kommt natürlich automatisch dann auch wieder zurück. Und da haben wir das Pausing. Das können wir ja eigentlich überspringen. Deswegen mache ich mal einen ganz kurzen Cut. So, weiter geht's. Ihr habt nichts verpasst. Geht hier direkt weiter. Toplane natürlich weiterhin zusammen jetzt in dem Fall mit Sniper. Versuchen hier ein bisschen den Tower zu pushen, der weiterhin noch sehr gut aufgestellt ist. In der Midlane haben wir gerade momentan Axe, der sich eventuell hier ein bisschen mit Medusa auseinandersetzen darf. PA kommt da ebenfalls noch mit dazu, langsam aber sicher. Und jetzt wird auf jeden Fall gleich der Engage kommen. Battle Hunger gegen Medusa. Direkt mal der Stifling Dagger, das heißt der Slow gegen Axe. Und das erste Counter Helix, aber der scheint nochmal rauszukommen. Wer hat das nochmal auf Top Lane? Ein kleiner Go von Tiny. Da machen wir nochmal einen ganz kurzen, weil den Kill wollen wir ja in voller Blüte sehen, wie ich hier schön von Tiny malträtiert werde. Direkt noch ein TP in. Der Stun kommt gegen Tiny. Oder Stun, der Sleep.
Hätte vielleicht ein bisschen warten sollen, dass ich auch noch Lina stun habe. Da wäre ich vielleicht schon down gewesen. Aber down bin ich sowieso. Toss. Und der Stun war auf jeden Fall sehr daneben. Genauso wie der Dragon Slave oder Self Slave. Slave, glaube ich, war es, ne? Dragon Slave, genau. Beide Skillshots gemisst, aber natürlich der Kill geht an Tiny relativ problemlos. Das heißt, momentan stehe ich 0-2-0, glaube ich. Wo bin ich? Da oben, genau. 0-2-0. Geht auf jeden Fall besser. Aber ich muss sagen, im vorherigen Game, da habe ich sogar Carry gespielt. Wurde eben ab eben Support gehabt. Das, ich weiß gar nicht mehr, wen ich genau als Support hatte. Aber da lief es zumindest in der Laning Phase besser. Denn wenn man eben Items bekommt als Elder Titan, dann geht es auch einigermaßen auf der Lane. Aber Elder Titan, wenn überhaupt, dann scheint er auch erst im Late Game, finde ich, wenn er halt die Items hat, die er letzten Endes braucht. Also wenn er eben schön tanky wird. Ähnlich wie natürlich Bristleback, wobei der auch schon im Early Game ordentlich gut aufgestellt ist. So, Invis-Runen für die Gegner, wahrscheinlich für Bara. Nehme ich mal stark an, oder auch nicht. Würde auch nicht so viel Sinn machen, ehrlich gesagt. Weil der Kollege sowieso eigentlich mit Charge of Darkness durch die ganze Map charged immer. So, wir haben jetzt mittlerweile Tiny und Lina hier oben. Einfach mal ein Lucky Stump, aber vorher nochmal wunderbar abgebrochen. Kostet auch ordentlich Mana. Wir können ja mal hier schauen, 100 Mana kostet das Ganze. Overall haben wir 403 Mana. Wir haben 100 Mana für Echo Stomp. Die Mana-Kosten für Astral Spirit sind 50, das ist noch ganz okay. Und für die Ulti haben wir 125 bzw. 225 auf Level 3. Also sehr Mana-kostspielig, wenn man hier eventuell Kills holen möchte mit Elder Titan. Generell kann man Echo Stomp auf der Laning Phase eigentlich auch weglassen. Übrigens der Charge wieder von Spirit Breaker. Aber generell kann man Echo Stomp eigentlich weglassen, weil man sowieso keine Kills holt auf der Lane mit Elder Titan. Sleep jetzt gegen den Kollegen Tiny. Der erste Kill jetzt hier gegen Lina durch Echo Stomp Support. Wir haben gesehen, ich habe den Astral Spirit hier platziert und habe eben mit Echo Stomp sowohl den Tiny als auch Lina gekillt. Und Sniper mit Assassinate und somit der Kill gegen Spirit Breaker. Leicht overextended, wir haben drei Heroes bekommen und keinen verloren. Also ein sehr schöner Fight auf unserer Seite. Und damit glaube ich sogar direkt schon 1-2-2 Stats, ne? Ja, genau. Also hat sich gelohnt, war eine sehr gute Synergie. Und der Astral Spirit Echo Stomp, der hat auch ganz gut gesessen hier. Direkt noch genug Mana, Gold gehabt für Arcane Boots. Also lippt doch hier alles. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Double Damage, Rune auf Bot für PA. Axe und Terrorblade machen sich da auf dem Weg Richtung Mitte, so wie es aussieht, zusammen mit Lina. Aber bei die Porte top. Spirit Breaker haben wir da ebenfalls. Der charged sich hier einen zurecht. Wahrscheinlich in meine Richtung. Ja, sieht ganz danach aus. Stun, Toss. Oh, mit Toss übrigens, der bricht sogar Dings ab. Übrigens, hier haben wir den Earthsplitter gesehen, der war ein bisschen fehlplatziert. Aber wenn man Spirit Breaker tosst, dann ist der Charge of Darkness vorbei, sehe ich gerade. Ich dachte, dass er dann doppelt stunt quasi. Einmal mit Toss und einmal mit dem Charge of Darkness, aber anscheinend nicht. Aber gut, die drei haben zumindest ihre Rache bekommen. Spirit Breakers, Tiny und Lina haben hier sowohl mich als auch den Herren Sniper bekommen. Und somit sind wir wieder auf 1-3-2 Stats. Dafür kriegen wir, die Mitte wahrscheinlich eher nicht. Spirit Breaker wieder mit dem Charge of Darkness. Und das sieht aus nach einem sehr sicheren Kill aus. Jawohl, nochmal den Taunt reingehauen. Q. Warcry. Aber dank Mana Shield ist Medusa noch einigermaßen safe. Schöner Lag übrigens auch. Und ich habe mich direkt mal wieder auf die Lane gebeamt. Astral Spirit rausgeholt, um mal zu schauen, mit wem man hier so rechnen kann. Das sind in dem Fall Lina und Tiny. Und natürlich erstmal wieder am Warden, so wie sich das für einen Elder Titan Support auch gehört. Und jetzt haben wir hier Axe, Tiny und Spirit Breaker, die sich mal schön an unserem Trend Protector und an unserer PA bedienen. Sniper ist mittlerweile schon down, der tost nochmal auf PA, aber Spirit Breaker will sich hier eher den Trend Protector schnappen, was nicht klappt, denn der hat den Q eingesetzt und kommt somit als einziger nochmal sicher raus. Hätte er eventuell auf Phantom Assassin casten können, um sich selber eben zu opfern, damit PA rauskommt, aber na gut. Hat anscheinend noch nicht genug, oder hat zumindest die Ulti schon eingesetzt, aber hätte sowieso nicht genug Mana gehabt, um das nochmal durchzucasten bei den Dreien. Aber, oder bei den Vieren mittlerweile. Aber die gehen zumindest mittlerweile eindeutig auf Teamplay. Währenddessen haben wir Terrorblade auf Toplane, den ich hier versuche ein bisschen unter Kontrolle zu bringen. Der Bottom Tower ist natürlich down.
Währenddessen haben wir Medusa in der Mitte, die sich ja schön eins zurechtfarmt. Was ja auch ganz okay ist als Medusa. Genauso will man das ja auch sehen. Ich habe mich währenddessen auf dem Weg Richtung Base gemacht. First Item ist übrigens in dem Fall Vanguard gewesen bei mir. Das ist, glaube ich, sogar im Guide drin gewesen. Ja, genau. Das hier ist der Guide, den ich benutzt habe. Skill-Build-mäßig, muss ich sagen, bin ich da nicht so der Verfechter von, weil ich eben wirklich ein Fan von Natural Order bin. Deswegen habe ich das zuerst gemaxt. Habe mal einen Value Point in den Stomp gemacht, aber normalerweise lasse ich den Stomp immer generell aus. Weil man eigentlich zu Beginn sowieso nicht wirklich Kills holen kann, außer man hat einen guten Support, der gut poked. Sowas wie Visage oder so. Und währenddessen haben wir sehr schöne Ulti. Overgrowth auf Seiten von Trend Protector hat auf jeden Fall damit nochmal die PA gesaved und sogar nochmal einen Kill secured für PA. Nämlich gegen den lieben Spirit Breaker, wobei Trend Protector den Kill geholt hat. Vielleicht hier mit Leech Seed, das kann ganz gut möglich sein. Und Tiny hat unterdessen sich nochmal den Sniper gegönnt. Währenddessen nochmal sehr schön Echo Stomp. Und direkt die Ulti Earth Splitter. Leider moved sich hier der liebe Terrorblade ein bisschen aus der Range raus. Ich dachte übrigens hier, den Kill habe ich definitiv. Leider wurde ich gecued und direkt angerufen. Culling Blade. Und ja. Deswegen, ne, wegen Calling. Also, ne. Macht ein bisschen Sinn, finde ich. Und somit wird ein relativ leichter Pickup für Axe und Terrorblade an dieser Stelle. Lena währenddessen hier ordentlich am Warden. Und haben hier auf jeden Fall leicht momentan die Map-Control, die Gegner. Durch die Pickups mittlerweile, aber relativ ausgeglichene Team-Stats. 8 zu 12 momentan, da geht auf jeden Fall noch einiges. Charge of Darkness von... Oh mein Gott, Charge of Darkness, dann... Aber direkt die Ulti von Medusa, die leider unsere PA nicht mehr retten kann. Aber zumindest der Stone Gaze hat gesessen, wenn es auch nicht wirklich viel gebracht hat, muss man dazu sagen. Nochmal der Taunt auf Seiten von Axe. Ich stehe natürlich mit vorne drinne. Hab direkt mal den Echo Stomp rausgehauen. Leider Cooldown auf Earth Splitter, deswegen war der gerade nicht möglich. Sehr schönes Overgrowth auf Seiten von Trend Protector und der Kill gegen Tiny. Also wieder leicht overextended. Sobald hier der Trend am Start war, haben wir die Kills relativ leicht geholt. Da haben wir nochmal unseren Astral Spirit gesehen. Leider connectet der Echo Stomp nicht mehr, auch wenn er eine ganz gute Range hat. Deswegen kommt der Axe leider nochmal im relativ kritischen Hitpoint-Bereich nochmal raus. Genauso auch wie der Spirit Breaker. Aber der Tower geht dennoch an uns. Also ein ganz guter Teamfight eigentlich. Währenddessen Terrorblade weiterhin mit Farmen beschäftigt. Jumping Jeff Farmer. Nochmal den Spirit rausgeholt. Mal ein bisschen Schaden gedrückt. Und ich glaube übrigens, die Medusa kam hier sogar nochmal raus. Ich habe mich direkt aus dem Fighting-Geschehen rausgewieselt. Wie man das so gewohnt ist von mir, weil ich sowieso keine Hitpoints hatte. Aber die Medusa wird hier weiterhin schön angegangen. Kein Mana mehr für Charge of Darkness, aber sehr schöner Blink und Q. Also Taunt auf Seiten von Axe und natürlich direkt per Culling Blade den Kill geholt von Axe. Der macht das schon souverän, definitiv, gar keine Frage. Währenddessen ich, Sniper und PA und Trent, also der Rest des Teams hier am Tower. Natürlich ist das Coole an Trent Protector, dass er eben zum einen einen Global Heal hat mit Living Armor, aber er kann das eben auch auf Tower machen, was sehr cool ist. Da kann man den Tower nochmal aus einigen Situationen raushelfen. Übrigens hier, da machen wir nochmal ganz kurz zurück. Da haben wir nämlich wieder den Astral Spirit gerade gesehen und den Echo Stomp. Also wer dachte, dass ich hier gestumpt habe ins Nichts, der liegt da nicht ganz richtig. Und ich glaube, jetzt kommt hier auf jeden Fall auch gleich ein Teamfight. Earthsplitter ist ready. Hier haben wir es gesehen. Und der Q connected gegen Spirit Breaker, der einfach mal direkt reinrennt. Der Earthsplit war ziemlich schlecht. Wobei, wir haben beide geholt, Lina und Axe. Deswegen wurden die jetzt ein bisschen delayed hier in dem Fight, den wir gerade hier unten sehen. Trent Protector nimmt den Kill gegen Spirit Breaker. Axe holt sich Sniper, der steht hier wunderbar in den eigenen Reihen. Tiny mit dem Kill gegen mich selbst. Und ja, das war definitiv ein Vibe. Jetzt haben wir auch nochmal Medusa gesehen, die hätten wir im Fight auf jeden Fall gebraucht. Stone Gaze, jetzt kommen die Kills. Double Kill für uns und Support für den Trend Protector, der ja ordentlich ausrastet. Aber Lina sieht auch nicht mehr ganz so gut aus, hat nochmal den Magic Wand eingesetzt. Und auch ein Hit und dann ist die Lina down, oder? Ja, ein Hit und die Lina ist down. Sehr schön gemacht. Und ja, okay, Tiny möchte anscheinend auch nochmal down gehen, aber das könnte nochmal eng werden. Ich bin mir nicht sicher, ob sie den noch bekommt. Der Q ist momentan nicht ready, braucht noch 30 Mana dafür. Oder 40 Mana. Charge of Darkness hat vielleicht ein bisschen overextended, da kommt der Tank allerdings, oder der Support-Tank.
Charge of Darkness wurde abgebrochen. Assassinate reicht nicht ganz, um Tiny zu killen. Battle Hunger auch nochmal auf Trend Protector, nochmal ein bisschen Damage over Time. Aber ich glaube, der kann doch relativ schnell noch einen Creep killen. Aber ich glaube, ja, die Duration ist vorher auch schon vorbei, also ist nicht der Rede wert. Und ja, momentan, wir sehen es übrigens immer noch keine Items, weil ich eben Support gespielt habe. Deswegen dauert es halt ein bisschen, bis man seinen Vanguard ready hat. Und deswegen, hier haben wir genau das, was ich übrigens vorhin angesprochen habe. Das Jungeln dauert so übel lange, weil ich dachte mir, okay, noch 100 Gold, da kannst du mal eben hier kurz ein Camp machen und, naja, nicht wirklich. Echo Stomp nochmal für ein bisschen mehr Damage, kann man sich ja momentan noch leisten. Wir haben Arcane Boots und momentan ist sowieso kein Fight in Sicht. Also das Farmen hier, wie man ja sieht, das dauert extrem lange und man nimmt eben auch währenddessen so viel Schaden. Das ist halt echt nicht die beste Ausgangslage für Elder Titan, definitiv nicht. Aber zumindest haben wir jetzt genügend für das zweite Item, hier den Vitality Booster für 110. Dann brauchen wir nur noch 850 für den Ring of Health und dann haben wir auch schon unser erstes Item, nämlich Vanguard. Ich muss sagen, das Item, was gerade hier Kollege Trent sich geholt hat, hier die Drum of Endurance, ist auch ein ganz gutes Item auf Elder Titan, wie ich finde. Weil der Kollege ist halt auch einfach extrem langsam, auch wenn man Boots hat. Und generell, wenn man eben Support spielt, ist Drum auf jeden Fall ein gutes Item auf so leicht tanky Supports. Wobei ich so ein bisschen in die Tank-Carry-Rolle gegangen bin, muss man dazu sagen. So, Overgrowth gegen Tiny und Axe, ein bisschen zu früh vielleicht, denn da kommt nochmal ein Spiritbreaker rein, Charge of Darkness und der Stun, alles auf den Tank-Support. Und da haben wir nochmal den Echo-Stomp gesehen gegen Tiny, Earthsplitter, der könnte sogar ganz gut sitzen, der sitzt auch ganz gut, sowohl gegen Axe als auch gegen Tiny. Axe ist noch relativ gut dabei, ist allerdings jetzt mittlerweile down und der Kill für Tiny an dieser Stelle übrigens auch nochmal, den haben wir hier oben gerade gesehen. Wo ist er denn? Da ist er. Gegen Sniper kommt nochmal ganz knapp raus. Also der Kill war extrem krass und mittlerweile sind wir trotzdem nicht allzu weit hinten. 20 zu 13 steht es mittlerweile für das gegnerische Team. Also sie sind leicht vorne, aber nicht signifikant viel. Währenddessen ist Terrorblade weiterhin alleine auf weiter Flur. Farmt sich hier einen zurecht. Kriegt hier den Stifling Dagger von PA Hub. Hat auf jeden Fall Thunder noch ready. Also muss da auf jeden Fall aufpassen. Dagger, sehr schön gemacht. Und dann haben wir den Astral Spirit, den Stomp und somit auch keine Möglichkeit. Ja, okay, der Blast Hit vom Tower, aber durch den Sleep, natürlich keine Möglichkeit für Terrorblade nochmal Thunder einzusetzen, was übrigens sogar auf Cooldown war, sehe ich gerade. Also nevermind, hat er sowieso nicht ready gehabt. Aber ja, souveräner Kill für den Tower an dieser Stelle natürlich. Haben nicht allzu viele Kohle dafür bekommen, deswegen sind wir noch ein bisschen weit entfernt von Vanguard, allerdings nicht mehr allzu weit. Nochmal den Astral Spirit rausgeholt, ein bisschen mehr Damage und damit sollte der Tower hier oben eigentlich auch gegessen sein, denn das gegnerische Team sind alle, mehr oder weniger hier unten, Smoke of the Seed. Für Lina, Tiny, Spirit Breaker und Axe, die sich anscheinend hier eine Medusa gönnen wollen. Die hat zumindest 2 TPs im Inventory. Aber die scheinen sie momentan nicht zu sehen. Die sind hier erstmal im Jungle unterwegs. Wollen sich hier den Sniper holen und das sieht auch so aus, als ob es gelingt. Ja. Sehr schöner Pick-off. Sehr schön gemacht. Währenddessen mache ich mich hier auf den Weg wieder auf die Lane. Währenddessen sind alle 4 noch im Jungle. Medusa hat es anscheinend mitbekommen. Die piept sich mal direkt wieder in Sicherheit, nämlich zum Tier 2 Tower. Living Armor hier nochmal auf den Tower in der Mitte. Kriegt nochmal ein bisschen HP zurück. Und so viel zum Thema Flora und Fauna übrigens hier. So, Charge of Darkness auf Toplane gegen PA. War ein bisschen zu lange da oben, glaube ich. Nochmal ein Toss eingesetzt. Avalanche und der Charge of Darkness connected. Allerdings auf den toten Korpus, glaube ich. Weil ich glaube, Tiny hat kurz bevor der Charge connected ist, den nochmal gelastet hätte, die gute PA. Währenddessen haben wir Terrorblade weiter in dem Jungle, der hier irgendwie versucht nochmal ins Game zu kommen, denn die Stats sind nicht allzu gut von ihm. Steht auf 0-3-1 momentan. Und ungefähr so spiele ich auch Terrorblade. Ich habe keine Ahnung, wie Kollegen mit Terrorblades abgehen können, aber ich kann den Kollegen absolut gar nicht. Und das sieht bei ihm ungefähr ähnlich aus. Bei ihm ist es noch schlimmer, weil er hat auch noch ein Set. Oder Set Pieces, bin mir unsicher. So, währenddessen bereiten wir uns hier in der Mitte vor auf den nächsten Teamfight. Hat nochmal meinen Astral Spirit vorgeschickt, um zu schauen,
Ob da noch ein paar mehr sind außer X. Hat, glaube ich, gerade eben nochmal Battle Hunger eingesetzt, aber konnte direkt einen Creep killen. Dadurch war das kein Problem, der HP Drain Overtime. Nochmal den Spirit vorgeschickt. Ja, wir sehen dieses grüne Etwas um ihn herum. Das ist quasi die Aura, in der eben dann die Gegner Schaden nehmen. Tiny mit Illusion Rune unterwegs. Und ja, jetzt sieht es doch so langsam eher Teamfight-mäßig aus. Alles bewegt sich ja langsam, aber sicher Richtung Midlane. PA haben wir als einzige Botlane. 14 zu 22 momentan die Team-Stats. Also 8 Kills im Vorsprung, die Gegner momentan noch. Wir können mal in Player-Perspective eigentlich gehen, dann können wir mal schauen, wie das ungefähr aussieht. So. Dann mache ich mal meinen Mauscursor hier raus. Ein X haben wir gerade eben gesehen, ist auf Top-Lane unterwegs. Ne, es war nicht X, es war auf jeden Fall, ich glaube, es war Terrorblade, ja. Der ist da, wo er die meiste Zeit des Games auch schon ist, nämlich auf Top-Lane. Und da jetzt momentan sowieso gerade nichts am Start ist, dachte ich mir, okay, jungle ich nochmal. Ja, und so langsam geht's eigentlich auch, wenn man so ein Item hat. Auch wenn es eigentlich eher ein Tank-Item ist, aber mit dem Damage-Boost durch den Astral Spirit kann man dann hier auch ein bisschen schneller jungeln. Also nicht signifikant schneller als vorher, aber ein bisschen schneller immerhin. Gehen wir mal auf Free Camera wieder, würde ich sagen. Obwohl, nee, das sieht jetzt gleich eventuell noch in einem Fight aus. Nochmal Top-Lane abgecheckt. Da haben wir auch wieder den Terrorblade. Den kann man sich eventuell mal gönnen. Da kommt direkt das TP in von jemandem auch. Oder auch nicht. Wurde nochmal gecancelt. Das ist so ein kleines Problem. Jetzt haben wir eben alle rotiert auf Top. Terrorblade kommt relativ sicher wieder raus. Und dann haben wir gerade schon gesehen, Lina ist in der Mitte. Und die rotieren eventuell in die Richtung währenddessen. Da haben wir ein bisschen Schaden gegen die Creeps eingesetzt. Und der Echo Stomp. Nochmal ein bisschen Farming an dieser Stelle. Ja, wobei, die haben sogar gar nicht wirklich rotiert in die Mitte. Also haben aus dem Space, den jetzt Terrorblade mehr oder weniger created hat, wenn er zu viert, glaube ich, da oben, haben den nicht wirklich ausgenutzt. Port mich direkt mal in die Mitte rein. Da kommt direkt der Earth Splitter. Weil ich gesehen habe, okay, nicht genug Mana für WQ. Deswegen direkt mal den Earth Splitter rausgeholt. Der Stun sitzt auf jeden Fall. Der Echo Stomp ebenfalls, sowohl gegen Lina als auch gegen Axe. Und der Kill gegen Axe ist damit auch secured. Und natürlich, jetzt kommt der Teamfight hier. Avalanche haben wir auch gerade nochmal gesehen von Tiny, genauso wie der Charge of Darkness. Aber ja. Lina holt sich PA, Trend Protector mit dem Kill gegen Lina. Allerdings direkt der Counter-Kill. Wenn man so möchte, ich gehe mal auf Free Camera wieder, weil da bin ich ein bisschen zu defensiv gewesen. Da kommt nochmal der Fokus auf Tiny, der sollte auf jeden Fall down gehen. Avalanche, leider kein Mana für einen Astral Spirit. Der Astral Spirit hätte eventuell Tiny schon, naja, nicht killen können, aber zumindest auf 1 HP runterbursten können noch. Und somit ein ganz passabler Teamfight. Wir haben 2 verloren, aber die Gegner haben auch 2 verloren. Also 2-for-2 Trade, das war ganz okay. Hätte eventuell ein bisschen offensiver stehen können, einfach damit auch meine Aura noch wirkt gegen die Gegner. Aber zumindest sind wir so jetzt auf 1,6K Gold. Und wir haben natürlich als nächstes Core-Item Assault Caress für PA, für Medusa und für Sniper. Gibt es natürlich eine ganz gute Aura. Und generell natürlich auch ein bisschen Armor. Und mittlerweile haben wir Natural Order auch auf Level 4. Das heißt 100% Armor Base, Base Armor Reduction und 33% Base Resist Reduction. Also die Gegner nehmen auf jeden Fall ordentlich Schaden mittlerweile, wenn wir einfach nur in der Nähe stehen. Und hab hier mal ein bisschen Medusa geholfen und Medusa und Sniper geholfen bei den Ancients. Und natürlich den Damage hier problemlos getankt. Aber ja, 2-for-2 Trade war das gerade eben, also kann man auf jeden Fall nochmal verzeihen. Ich war ein bisschen zu defensiv, muss ich dazu sagen. Ich habe in dem Fall auch keinen Mana gehabt, deswegen habe ich mich ein bisschen weit nach hinten gestellt und war deswegen nicht mehr in der Range von Natural Order. Also dass Natural Order eben auch funktioniert gegen die Gegner. Also die waren schön außerhalb der Range von meiner Aura.
PA währenddessen macht auf jeden Fall einen ganz guten Job, ist weiterhin am Farm, also am Free Farming im Jungle. Genauso soll es ja auch sein, damit sie schön auf ihre Items kommt. Momentan haben wir Skullbasher als Item auf ihr. Und bei Medusa, die geht hier anscheinend mit Ultimate Orb. Könnte ein Dings werden, ein Manta-Style. Oder ein Eye of Skadi. Zumindest hat er schon mal Yasha am Start. Und Top Lane, der Tower steht mittlerweile nicht mehr, hat allerdings relativ lange gedauert. Bis der Tower letzten Endes mal gefallen ist. Und ich sehe natürlich, Top Lane gibt es ein bisschen Farm. Das ist quasi Musik in meinen Ohren, deswegen habe ich nochmal meinen Astral Spirit durchgechannelt. Und nochmal ein bisschen gefarmt, während hier in der Mitte wieder ein kleiner Fight ausbricht. Fast der Kill gegen Spirit Breaker, der ja weiterhin drinnen stehen bleibt. Der Kill ist auf jeden Fall secured. Stonegaze sitzt gegen so gut wie alle Heroes. Allerdings haben wir auch zwei verloren für einen, nämlich für den Spirit Breaker. Den verloren haben wir in dem Fall PA und Trend Protector. Die beiden, die auch genau in der Mitte des Fights stehen bleiben sollten. Overgrowth wurde ebenfalls eingesetzt, das ist natürlich klar, weil da war ja alles am Start von den Gegnern. Und das war definitiv mein Fehler, dass ich da nicht am Start war. Tiny mit einem relativ souveränen Kill gegen Medusa, während ich mir Toplane hier ein bisschen nochmal einen kleinen Ast gefarmt habe. Hab mir aber auch den Mithril Hammer. Achso, nee, das war nicht Assault Curse, sondern das war BKB als nächstes, genau. Na, gegen Tiny, gegen Sunder und natürlich gegen Lina. Lina und Tiny sind sowieso die, die mir am meisten Angst gemacht haben, was die Spells angeht zumindest. Und so kann ich zumindest meinen Echo Stomp immer ohne Probleme durchchanneln. Dauert ja 1,6 Sekunden, bis der Stun eben durchkommt letzten Endes. Deswegen ist BKB da auf jeden Fall eine ganz gute Wahl. Aber auch Assault Curse, wie vorhin schon angesprochen, für Sniper, für Medusa und für PA, also für das Team, ist es auf jeden Fall auch eine ganz gute Investition. Earth Splitter jetzt, das könnte gegen alle sitzen, gegen den Tiny auf jeden Fall. Moment, da hat es gerade ein bisschen geleckt, das war ein bisschen doof. Machen wir mal einen kleinen zurück, weil wenn man so eine Earth Splitter-Ulti setzt, dann kann man das auch nochmal in vollen Zügen genießen. Natürlich nochmal den Astral Spirit rausgeholt, nochmal versucht zu stompen, aber gesehen, okay, die bewegen sich schon raus, also deswegen nicht mehr der Rede wert, aber zumindest der Kill gegen Tiny an dieser Stelle hat ein bisschen zu viel overextended, ein bisschen Schaden vom Tower gefressen und somit war der Earth Splitter die logische Schlussfolgerung. Sunder ist nicht mehr ready. Hat er, glaube ich, gerade gegen PA eingesetzt. Sehr schönes Overgrowth auf Seiten von Trend Protector. Leider habe ich meinen Earth Splitter nicht mehr ready, aber das war klar. Battle Hunger und ich glaube, ja, da finisht er mich mit Culling Blade. Allerdings auch direkter Counterfrag von Medusa gegen Axe. Und die könnten sich eventuell mit vereinten Kräften, mit Sniper nochmal den, das war sehr interessant, von Spirit Breaker holen, würde ich sagen. Da wollte er gerade Shot of Darkness machen und direkt zu Beginn hat er den gecancelt dann. Also nochmal schön Mana gewastet. Leech Seed? Ich glaube, das reicht nicht ganz. Nee, leider nicht. Aber vielleicht noch ein, zwei Hits. Wenn er rankommt, heißt das. Ah, wird eng. Hat nochmal einen Leech Seed ready. Das sollte... Noch ein Hit vielleicht? Ja, sehr schöner Kill. Sehr schöner Kill von Trent. Hat, glaube ich, nochmal Arcane Boots gerade eingesetzt, um sich hier nochmal genug Mana für Leech Seed zu haben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kostet ja auch ordentlich viel Mana. Ich habe ja einfach so bei Default genügend. 125 Mana während der Laning Stage noch extrem krass. Also da reicht das Mana vielleicht gerade mal für einen Leech Seed und zweimal Living Armor oder dreimal Living Armor, wenn es hochkommt. Also frisst auf jeden Fall sehr viel Mana. Währenddessen stehen wir übrigens stat-technisch auf 279. Also haben hier ordentlich einen eingeschenkt bekommen von den Gegnern. Aber haben auch sehr viele Assists natürlich mit rausgeholt. Unter anderem durch Astral Spirit und durch Earth Splitter. Wenn er denn mal sitzt, heißt es. Normalerweise, die ultimative Combo ist ja, wenn Trend Protector eben seine Ulti castet, also sein Overgrowth. Dann können die Gegner sich sowieso nicht bewegen und dann... Weil die Gegner können sich eben nicht bewegen. Und dann der Earth Splitter, direkt der Slow und der Damage. Und dann eventuell nochmal ein Echo Stomp. Vorher davor oder danach. Je nachdem. Ja, und dann eben nochmal den Gun. Und ja, da haben sie sich anscheinend nochmal schön an der Nase rumführen lassen. PA kann man mal kurz schauen. Skullbasher momentan und das nächste ist BKB. Also er verlässt sich da ein bisschen auf meine Ansagen immer. Also da hat auch Kollege PA das ganz gut erkannt. Er macht eigentlich den ganzen Schaden und ich gönne mir dann mal ordentlich die Last Hits. Also an der Stelle eben auch nochmal einen Triple Kill von meiner Seite. Und Triple Steal in dem Fall eher. Aber ja, da wir gerade bei Items waren, können wir nochmal schauen, was mittlerweile auf Sniper am Start ist. Natürlich Dragonlance für
noch mehr Range ist ja mittlerweile Standard First Item und dann noch Shadow Blade. Und auf Medusa haben wir Eye of Skadi und Yasha. Also Yasha First und dann Eye of direkt auf Eye of Skadi gegangen. Können eigentlich Ring of Aquila mittlerweile wieder anmachen, weil pushen will er ja eigentlich, vor allem wenn er Split Shot aktiviert hat. Sind allerdings weiter Gegner, diese verdammten Lags die ganze Zeit. Und ich dachte eigentlich, der hat mittlerweile jetzt hier nochmal einen Dust, aber sieht nicht so aus. Also einen Dust, einen Smoke of Deceit. Aber anscheinend nicht. Dann geupgradet auf Crimson Guard. Was auch weiterhin Sinn macht, weil die Gegner ja sehr viel auch ganz gut Damage mit Auto-Attacks eben machen. Gerade hier Axe, Spirit Breaker und ja gut, Terrorblade ist nicht das Problem, weil er steht weiterhin auf, wie viel steht er mittlerweile? 046. Also der ist nicht das Problem. Aber Crimson Guard gibt halt generell ganz gute Armor. Und oh, da war nochmal ein Earth Splitter und der sitzt auch gegen Tiny und Axe. Und jetzt müsste er eigentlich genau, da haben wir den Astral Spirit. Und durch die Aura des Astral Spirits geht hier auch Axe down direkt. So, ein Toss auf Seiten von Tiny. Nächster Kill gegen Tiny auch an dieser Stelle direkt. Und Double Kill oder ein Triple Kill in dem Fall wieder. Leider kriegen wir keinen Ultra Kill, aber der Triple Kill reicht auch schon. Hier wäre die Rampage eventuell gewesen. Wenn nicht Medusa nochmal Lina gelastet hätte, dann hätte man da eventuell nochmal einen Rampage rausholen können. Aber leider nicht. Obwohl, es ist ganz gut, weil das erste Rampage mit Elder Titan, also das erste Rampage overall als Elder Titan vor allem auch, das wäre dann, naja, das hätte sich definitiv nicht richtig angefühlt. Da wird auch schon auf der Map schön gezeichnet von den Gegnern, wo Terrorblade hier am besten lang gehen sollte, um rausgenommen worden. Das könnte ein Grund gewesen sein, warum die Gegner nicht wirklich gut aufgestellt waren, weil Terrorblade halt auf 046 steht. Also, wenn der Carry auf 046 steht, dann ist es relativ schwer, in dem Game noch was zu reißen, definitiv. Earthsplitter ist weiterhin auf Cooldown. Und jetzt kommen beide natürlich rein. Direkt der Q eingesetzt, aber direkt auch die Ulti auf Seiten von, oh mein Gott, Shiva's Guard und die Ulti von Medusa. Und direkt eine Killing Spree. Double Kill auf Seiten von Sniper, also Medusa und Sniper, die beiden Carries, die holen hier einiges raus. Wicked Six Streak mittlerweile auf meiner Seite mit dem Kill gegen Terrorblade. Und Tiny kommt hier ebenfalls nicht raus. Eye of Skadi wirkt hier auf jeden Fall Wunder von Medusa. Hat mich nochmal getost, bringt ihm aber auch nicht viel. Medusa dann in dem Fall auch mit einem Double Kill, also sehr schön gespielt auf Seiten von unserem Team. Und wir sehen es ja, dieser Terrorblade macht halt null Schaden momentan. Als einziges Core-Item hat er in dem Fall Sergeant Yasha und das war's dann auch schon. Thunder auf die Medusa, das wird ihm aber auch nicht mehr wirklich viel bringen. Sniper killt ihn relativ souverän. Und genau, ich habe mich dann nochmal aufgemacht Richtung Botlane, hat er nochmal ein bisschen zusammen mit Trend Protector gepusht. Und als nächstes Item, wir sehen es hier an dem Reaver schon, ist natürlich Heart of Tarrasc dran. Und was wir jetzt natürlich hier versuchen ist, alle Barracks zu holen, um den Sieg auch zu securen. Nochmal Echo Stomp und hier nochmal ein bisschen Farm. Aber ja, alle Racks holen, damit man eben schön die super, hyper, duper Mega-Creeps hat und dann sind die Gegner eigentlich auch schon so gut wie kaputt. Crimson Guard ist mittlerweile auch schon ready, wurde mir gerade nochmal geliefert vom Courier. Und da haben wir auch schon fast das Heart of Tarrasc ready. Haben sowohl den Reaver als auch den Energieball. Botlane konnte man leider nicht weiter pushen. Da haben wir uns dann wieder auf den Weg zurückgemacht. Aber ja, die ein oder andere gute Ulti haben wir auf jeden Fall schon eingesetzt mittlerweile. Und ich muss sagen, es ist schon ein relativ befriedigendes Gefühl, wenn man als Elder Titan mit der Ulti, wenn die Ulti eben zum einen natürlich sitzt und wenn man dann schön nochmal einen Last Hit mit dem W, mit dem Astral Spirit holt, das ist schon ein ganz nettes Gefühl, definitiv. Da steigt der Berg auf jeden Fall, ohne Frage. So, Mjolnir und Dragonlance und Shadowblade mittlerweile auf Seiten von Sniperino. Bei PA, die ist mittlerweile auch ganz gut farmt. Hat hier noch einen Reaver. Und geht dann, ja genau, auf Satanic. BKB und Skullbasher sind mittlerweile ebenfalls schon am Start. Bei uns haben wir angesprochen Crimson Guard und BKB. Als nächstes Heart of Tarrasc.
Und hier hat sich nicht wirklich viel getan. Noch Brown Boots auf Seiten von Spirit Breaker. Und er hat kein Item. Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, ich dachte, dass er irgendwas disassembled hat, aber der hat immer noch genau dieselben Items wie vorher. Also keine Ahnung, warum der Kollege noch Brown Boots hat. Und dann haben wir hier zumindest Shivas Guard. Das haben wir ja vorhin auch im Fight gesehen, hat allerdings nicht viel gebracht. Aber eine ganz gute Kombo eigentlich mit Blink Dagger Q und dann Shivas Guard, gar keine Frage. Und weiterhin hier auch dieselben Items. Geht aber auf BKB next. Was ganz gut Sinn macht gegen Medusa. Aber ansonsten BKB. Naja, okay, kann dann auch das Overgrowth und den Earthsplitter natürlich auch abfangen. Ich glaube nämlich, Earthsplitter geht nicht durch BKB. Das wäre mir zumindest neu. Steht das hier irgendwie mit dabei? Vielleicht, wenn man Aghanim Scepter baut, dann kann es gut sein, dass es durch Magic Immunity geht, aber bin mir da nicht ganz sicher. Zumindest kommt jetzt hier der Go zu viert. Also fünf, sorry. Shivas Guard eingesetzt auf Seiten von Axe. Direkt der Slow. Alles auf die Medusa, die natürlich sehr schön tanky ist mit ihrem Mana-Shield. Echo Stomp sitzt gegen alles. Earthsplitter eingesetzt gegen Terrorblade. War ein bisschen Waste, aber sitzt auch ohne Probleme gegen Axe. Direkt der Double Kill. Haben Tiny damit sogar nochmal gekillt. Und den Axe. Auch der Kill gegen Lina ist kein weiteres Problem. Und der gute Terrorblade wird ebenfalls nochmal gelast-hitted. Also nochmal schön einen Double Kill allerdings rausgeholt auf unserer Seite. Wobei ich noch mal kurz sehen möchte, wo da jetzt übrigens genau Axe war, weil den habe ich irgendwie komplett übersehen gehabt gerade, ne? Das war falsch. Stücken zurück hier ungefähr. Okay, hier war Axe, da haben wir ihn. Jetzt schauen wir mal, da kommt jetzt gleich die Ulti. Erstmal der Stomp. Da haben wir die Ulti. Wo ist dieser Axe denn? Ach, der war hier noch mit, okay. Und Tiny war dann, glaube ich, auch hier. Ja, genau. Die waren eigentlich beide hinter dem Earthsplitter, mehr oder weniger. Naja, gut. Weil ich habe ihn vorher halt hier gesehen, den Axe. Deswegen dachte ich, der wäre irgendwie rausgerannt. Aber nee, der ist schön im Feind drinnen geblieben. Und ist auch direkt natürlich gefallen dann im Zuge dessen. Und natürlich das Pushing. Ist mittlerweile nur noch Formsache, beziehungsweise der Win des Games. Ich glaube, Heart of Tarrasque Recipe müsste mittlerweile auch schon ready sein. Wir können ja mal kurz schauen, wie viel wir dafür genau brauchen für Heart of Tarrasque. Für das Recipe. 1400, wir haben 1900, also das haben wir definitiv schon ready. Aber das Game ist ja sowieso schon vorbei mittlerweile. BKB haben wir übrigens eingesetzt, damit wir weder von Avalanche gecancelt werden können, noch von Axis Q. Deswegen konnten wir auch ohne Probleme den Stomp durchbekommen und eben dann letzten Endes auch den Earthsplitter. Mein Astral Spirit habe ich nochmal hier reingehauen. Genauso wie den Echo Stomp. Einfach nochmal Formsache, nochmal Crimson Guard angemacht. Das habe ich nämlich gerade im Fight vergessen. Und dann auch der Sieg in einem Game als Elder Titan. Wir lagen ja die ganze Zeit übrigens von den Scores her zurück, kamen aber mittlerweile wieder zurück. 39 zu 31 letzten Endes die Teamstats. Und wir schließen das Game ab mit Solo-Stats. Ich mache am besten mal hier Pause, damit das Game hier nicht irgendwie noch rauskommt. Und wir finishen das Game mit 11, 7, 17 Stats und mit den Items BKB, Crimson Guard. Und dann letzten Endes, okay, das war dann, als das Game schon vorbei war, natürlich noch mit Heart of Tarrasque. Und natürlich Arcane Boots, ganz klar. Aber definitiv ein Game, was mir übrigens, Last Hits, das war natürlich alles geplant, dass wir genau so viel haben. Das war quasi, also was ich in diesem Game gespielt habe, war mehr oder weniger Position 1 Support, würde ich sagen. Also ich habe ja gesagt, Elder Titan kann man, und dazu stehe ich definitiv weiterhin noch, man kann Elder Titan eigentlich nicht wirklich als Carry spielen, weil er meiner Meinung nach zu wenig Schaden drückt, aber man kann ihn definitiv als Tank spielen. Man muss halt nur irgendwie das Early Game überleben, weil ich habe es gemerkt, im Early Game hat man eben kaum Hitpoints als Elder Titan, also man ist nicht wirklich squishy, würde ich sagen, aber man kann aber trotzdem leicht gekillt werden, wenn man eben, also bei dem gegnerischen Lineup auf jeden Fall. Also wir haben ja gesehen, Lina und Terrorblade. Terrorblade war kein Problem, das war glaube ich auch mit so der Schuss ins Knie. 1, 11, 16 Stats für Spirit Breaker sehe ich gerade, aber der Kollege hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Der hat halt in dem Fall viel Assists rausgeholt, aber der war definitiv nicht useless. Während, wohingegen Terrorblade schon eher useless war. Ich glaube, hätten die einen besseren Terrorblade gehabt, dann hätten wir das Game definitiv noch verloren, aber so
Phantom Assassin hat 20 Assists. Also ich habe natürlich einige gesteelt. Generell haben alle, glaube ich, von Phantom Assassin gesteelt. Das war so das Problem. Also auch Sniper und Medusa. Aber Sniper und Medusa waren auf jeden Fall Carry. Die haben sich sehr gut gehalten. Gerade Medusa. Early Game war sie jetzt nicht ganz so prickelnd, aber die wurde dann eben immer besser, solange sie dann eben ihre Items bekommen hat. Und PA konnte eben auf der Lane relativ sicher farmen gegen Axe. Und dann eben im Laufe des Games, wenn eben die Teamfights waren, hat sie schön Solo gepusht. Und war eben auch im Jungle die ganze Zeit aktiv. Also konnte sich weiterhin hochfarmen. Hat 144 Last Hits geholt in diesem Game. Und deswegen kam sie eben auch auf ihre Items. Konnte relativ, nicht wirklich snowballen, aber kam zumindest auf ihre Items. Und hat dann auf jeden Fall einige gute Crits rausgeholt und somit eben auch den ein oder anderen Teamfight zu unserem Gunsten dann letzten Endes auch gedreht. Und wie gesagt, hätten die eben einen besseren Terrorblade gehabt, dann hätte der Salat auf jeden Fall nochmal anders aussehen können. Dann wäre das vielleicht sogar nochmal in einen Loss gemündet. Und ich habe mich ja zu Beginn übrigens auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich glaube 0-2-0 Stats oder so direkt zu Beginn. Also, aber gut. Generell schließen wir das Game ab mit 11-7-17 Stats und das war eine Replay-Nachvertonung von einem Game als Elder Titan. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder ein Elder Titan. Obwohl, ich glaube, ich werde nochmal Elder Titan zocken und ich werde vielleicht sogar eine Aufnahme dazu machen. Wir werden sehen. Also, ich hasse diesen Hero nach wie vor, muss ich sagen, aber ich bin. Naja, es ist ein komisches Gefühl, was ich gerade in meinen gedärmsten Breit macht, muss ich sagen, aber ich habe es ja gesagt, wenn man eben Earthsplitter die Ulti wirklich gut reinhaut und wenn man dann eben noch so mit dem Gegner nochmal last-hittet mit dem Astral Spirit, dann ist das schon ein ganz gutes Gefühl, was mir irgendwie gefällt. Und deswegen, vielleicht werde ich noch ein ums andere Mal nochmal Elder Titan spielen. Ich hasse ihn nach wie vor, da wird sich auch nie was dran ändern. Aber wie gesagt, das ein oder andere Game werde ich vielleicht noch machen und vielleicht auch mit einer Aufnahme. Aber ja, ich hoffe natürlich dennoch, dass euch das Game gemundet hat. Generell weiterhin mein Rat ist dennoch, falls ihr die Möglichkeit habt, Elder Titan zu zocken, dann nehmt am besten einen Hero, der es auch wert ist, von euch gepickt zu werden. In diesem Sinne hoffe ich, wie gesagt, dass euch das Replay gefallen hat und die Nachvertonung natürlich ebenso. Und dann sehen wir uns beim nächsten Dota 2, bei der nächsten Dota 2 Replay-Vertonung oder beim nächsten Game, wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.